weitergehoppelt in Greedfall. Und hallo zusammen. Mr. Hanne, hat er noch was im Angebot, was mir gefällt? Ich glaube, die Händler teilen sich mal alles das gleiche Zeug. Also wir sind immer noch auf der Quest von Siora, die wahrscheinlich... Ach, die Händler haben so eine Klamotten. Ja, die haben mal genau die gleichen. Doch, ne, hat andere... Er hat andere Masken! Oh, guck mal hier, die Hirschgeistmaske. Wahnsinn, oh, der hat richtig viele geile... Der hat voll viele coole Masken. Meisterspielertunika, ja, die habe ich, glaube ich, schon. Obsidian Steinmetzwerk. Also da, an den Rüstungen könnten wir jetzt tatsächlich erkennen, welche Rüstung was macht, ne? Naja, whatever. Wir sind noch auf der Quest und wir haben herausgefunden, dass die Missionare eiskalt lügen. Oder kann ich sie nochmal konfrontieren? Von mir ist das? Aber warte mal, ich kann auch mit den Missionaren nochmal vorher reden. Oh, kann ich jetzt die Aura heiße super geil hintergehen? My child, what can we do for you? Baumrinne? Do you maintain your version of events regarding the pact with the Queen? Naturally. Really? Because we found the man who engraved this stone. A man that you wanted to silence. He gave us a piece of tree bark with the words the Queen had asked him to immortalize on the stone. You see? Destroying the stone was not enough to hide your lies. This is regrettable, but apart from this child, we're amongst civilized people. If this village is so dear to you, then you know that it will not survive another assault from the Alliance without our help. Even if they don't know it, they need us. What would you say if I offered you this hefty sum of money to forget about your unfortunate discovery? For the sake of the village, of course. Lol. Also, Ich kann Siora für 400 lächerliche Goldstücke verkaufen? Sind wir nicht vom Adel? Also, wahrscheinlich haben wir nicht wirklich richtig viel Geld bei, aber trotzdem. Habe ich voll gespeichert? Ich glaube, ich habe voll nicht gespeichert. Schade, sonst hätte ich das ja mal gemacht, um mal zu gucken, was Siora dazu sagt. Und du kannst doch mal den. Also, sie haben auf jeden Fall gesagt, das ist ja sehr bedauerlich. Aber außer dieses Kind hier, also Siora, sehen die das alle ein, dass die uns brauchen. Und ohne unsere Hilfe sind die hier dem Tod überlassen und würden keinen weiteren Angriff des Löwen überleben. Ja, nee, wir lehnen das ab. Don't count on me to support your lies. That is regrettable, Your Excellency. Because of you, these poor children will be slaughtered by the Alliance. And we were told that you were receptive to the light. How do you think that he will judge you? And what will Teleme think of a foreign diplomat sabotaging the mission of their priests? I cannot believe these mindshakers tried their lies on you. Let's go see Ophelde without delay. We must tell her that they lied and chased these men away from our village. Ah ja, also sie haben nochmal versucht, richtig krass die Karte zu ziehen mit Alala. Was soll denn Gott über dich denken, dass du hier einfach so eingegriffen hast? Und was soll Teleme mir darüber denken, dass ein Priester, dass hier ein Diplomat einfach in unsere Mission eintritt? Was haben sie jetzt Dialogen haben? Worauf eigentlich mein Argument ist, keine Opfer, keine Zeugen. Was? Keine Opfer, keine Zeugen. Bap! Alltot. Aber wahrscheinlich mitten im Dorf keine gute Idee. Gut, reden wir mal einfach mit Estelle und töten die Typen danach. Was leider keine Option ist. Da fehlt so ein bisschen die Freiheit von so einem baukastigen Spielen. Obwohl ja die Freiheit, die haben auch mit du hast den Faden des Narrativs zerstört oder des Schicksals zerstört. Du kannst entweder laden oder diesen unglücklichen Pfad weiterspielen. Naja gut. Hallo Esel, grüß dich, altes Haus. Siora, Asir. Always with your new friends. Bertir to Madiseld, I'm happy to see you. What do you want? Also sie meckert wieder rum, dass Siora immer mit uns unterwegs ist. Ja, sorry, aber folgendes, vereinbar mit den Missionaren. Azeld, about this pact your mother supposedly made with the priests. Yes. Did you find anything new? Ja, also folgendes, ich habe was den Vereinbarung mit deiner Mutti anniert, ich habe da erstmal der Stein ist kaputt. Was eigentlich das Versprechen an sich schon bricht wahrscheinlich? We went to Falristel to see the stone. Were you able to read it, Siora? No. Because it was destroyed by someone. I am certain that the priests did it to protect their lies. You're probably right, but for as long as we cannot prove it. We retrieved the piece of tree bark that Karadeg used as a model. Siora, what's written on it? Mother promised to help them against the lions, and they promised to help us in return. There's nothing mentioned about them settling here. And even less about them being entitled to the spirits of the people of our village. So they lied. They mocked us and insulted the memory of our mother. I think it's high time they left. Don't you agree? I think so too.
come on, let's go. You lied to us. You took us for gullible children. Leave this village at once. You will never be welcome here again. But if you want our help with the Alliance, your people must convert to the light. Schade, ich würde ihn ja lieber drohen, aber wir machen natürlich immer die Charisma-Geschichte, weil Sir Desade ist natürlich ein Meisterdiplomat. Also, also long story short, die haben halt geguckt, was drauf stand und Aeseld hat gesagt, ihr habt uns für Kinder verkauft, was sie auch die ganze Zeit sagen. Also es ist ja nicht so, dass die Kinderstory, dass sie damit hinter Berg gehalten haben. Sie haben nie was anderes behauptet, dass die Leute Kinder sind. Die haben immer nur gesagt, naja, diese Kinder müssen zurück ins Licht geführt werden. Also das ist halt, das ist ja ihre gesamte Herangehensweise. Das versuchen sie auch mit Lügen für Kinder. Der bisschen, also das Ding ist, du siehst halt, dass diese Leute wirklich überzeugt sind von ihrem Bullshit. Alala, wenn wir euch nicht den Licht überzeugen, dann gleitet ihr nicht im Licht. Das letzte Mal, dass ich sowas im echten Leben gesehen habe, war es, als ich mich mit meinem damals, oh, wie alt war ich denn? Ich war 13. Ich glaube, mein Cousin, der ist hier 97, dann war der 6 oder 7? Ich kann nicht rechnen. Er wird wahrscheinlich 7 oder 6 gewesen sein. Auf jeden Fall Zweig meiner Familie, offensichtlich denn wahrscheinlich die Kinder meiner Tante, also der Schwester meiner Mutter, die sind relativ religiös, hat sich mittlerweile auch ein bisschen erledigt. Da kannst du auch das ganze Querdenken-Dings kannst du auch gleich mitnehmen. Also da sind die voll drin, der ISO-Schiene. Auf jeden Fall waren zu dem Zeitpunkt, waren die noch in dieser kindlichen Phase, wo wenn du damit aufwächst mit irgendwie deinen Glauben, dann ist das ja irgendwie so ein Ding. Und dann, ich weiß nicht, wir waren auf dem Rückweg zum Bahnhof, also wo eigentlich schon die Jungen sind, und dann so, ne Jott, glaube ich nicht dran, Bullshit. Was, du glaubst nicht an Gott? Aber wenn du nicht an Gott glaubst, dann also so komplett, also so eine Welt zusammengefallen, dieser absolute Unglaube, das ist halt dieses gesamte Konzept, weißt du, dieses, das ist Computer, das ist halt irgendwie, als würdest du auf einmal erfahren mit, ja, nee, Realität ist vierdimensional, ich kann jetzt einfach hier lang gehen, dann bin ich da vorne. Weil ist ja der Raum ist ja vierdimensional. Du siehst nur drei Dimensionen, oder? Da fehlt ja aber eine Dimension. Nee. Die Realität sieht ganz anders aus. Also so ein Ding war das quasi. Also hat er reagiert in seinem kindlichen, unerschütterlichen Glauben, der dann doch unerschütterlich war. So quasi so ein Weihnachtsmann-Moment. Und so hat er auch gerade reagiert. Also, hey, top Whiting und die Stimme hat das auch gut rübergebracht. Also, ja, also die Line war gut delivered. Wir machen Charisma. By lying, you have insulted the memory of the Queen. The entire village will be happy to make you pay for your affront if they hear about it. You do well to leave before having to face their wrath. We are not here to shed blood. Very well, we're leaving. But we will not forget your role in this matter, Your Excellency. Aha, Sie werden nicht meine Rolle hier vergessen? Na ja, gut. I did not think they would leave of their own accord. Thank you, Onol Manawi. Thanks to you. We managed to chase away these lawyers. And we will be able to perform our rituals and give our mother back to the earth. Yes. Thank you. Our village is in your debt. Siora, I will need you for the ritual. Will you help me? Of course, Asir. Asir? Schwester wahrscheinlich, oder? Siora ruft drei. Bringt sie jetzt endlich mal einen Bonus! Ich schlepp sie ja die ganze Zeit schon mit mir mit! Endlich! Was bringt sie mir denn überhaupt? Ach, sie bringt mir Stärke! Dann kann ich ja die Missionarsrüstung komplett über den Haufen werfen. Die brauche ich auch nicht mehr. Dann habe ich jetzt ja zwei Attribute voll, wa? Ist eigentlich ein bisschen weird. Warum bringt meine Rüstung eigentlich Schlossknacken? Weil Schlossknacken ein Skill in der gleichen Kategorie ist, ne? Ja. Also nicht hier, sondern Talent. Genau. Nächstes Level, aber ich weiß gar nicht, welches Level ich gerade. Ich kann mir viermal meine Fähigkeiten zurücksetzen. Ich könnte jetzt komplett andere Builds noch ausprobieren. Also ich habe jetzt quasi vier Attribute, die voll sind. Und ich könnte ja zwei Attribute. Oh, nicht Handwerk? Kurt bringt, glaube ich, Handwerk, ne? Warum es Siora Stärke bringt? Würde ich eigentlich bei Kurt eher erwarten. Aber gut, was soll das Siora Sinn bringen, ne? Intuition, was gemacht, voll Sinn. Schlossknacken. Nee, Schlossknacken, da würde ich tatsächlich Afra eher sehen als in Wissenschaft. Klar, die macht viel in Wissenschaft, aber Petro, was bringt denn Petrus eigentlich? Petrus bringt Charisma, ne? Also ich frage mich halt, ob das, wie das entstanden ist, weil du hast diese Mäntel bringen ja nur Charisma, die gibt's ja nichts anderes. Diese Umhänge. Was sie sich dabei gedacht haben, ne? Naja, okay, gut. Dann, was müssen wir, ist die Quest jetzt durch? War es das? Ach ja. Also sie meinte auf jeden Fall, sie hätte nicht gedacht, dass sie ohne Gewalt gehen und sie dankt und sie können jetzt ihre Mutter richtig begraben.
Und hat sie auch um Hilfe gefragt. Jetzt fragen wir sie, hat sie noch was für mich? Vielleicht nicht Karanz, do you need something? Warum sie sicher war, dass die Missionare logen? Der Mutter wahrscheinlich voll das Ding, weil sie wollte ja, dass die Ora hier Dodega wird. Und dann auf einmal sagt die, naja, aber für so ein bisschen Hilfe gegen den Löwen, da wäre ich schon mal bereit, meine Religion aufzugeben. How did you know that those missionaries were lying? After all, given the situation, your mother could have wanted to form an alliance. I knew my mother well. We were close. She would never have renounced her beliefs to forge an alliance. Naja, das ist, also sie kennt ihre Mutter gut, weil sie waren sich sehr nah und das hätte sie niemals getan. Ja, ist irgendwie relativ logisch, oder? Also, naja. Wir sagen, dass es angesichts ihrer Kultur logisch erscheint. Wir sagen, dass die Notwendigkeit manchmal keine Gesetze kennt. Wir sagen können, dass sie es hätte tun können, um ihre Töchter zu schützen. Ich weiß nicht, logisch hat das. Ich mach mal das Ding hier, aber das backfire bestimmt gleich spektakulär. I understand. However, couldn't she have renounced it in the hope of protecting her daughters? Perhaps. But she knew us just as well as we knew her. And she knew that we'd rather die in battle than renounce our beliefs. Anything else? Oh, das war die schlechte Antwort. Warum sie und ihre Schwester so unterschiedlich sind? Why are you and your sister so different? If you're talking about physical differences, they're linked to the fact that Iseld is not on Olmenawi. When we were little, we were perfectly identical. But our tempers were always different. Aha. Das, also, sie sind, also als Kinder waren sie ziemlich gleich, nur das Temperament war schon immer anders. Und das Onominabi-Sein hat sie verändert, dessen sieht die körperlich anders aus. Sie fragen, wie sie als Kind war? What kind of child were you? I suppose I was very curious and studious. I loved when our father taught me the name of some plants and how they could be used. Then you haven't changed. Isn't it out of the same curiosity that you chose to follow me? At first, perhaps. But the more I know you, the more I find other reasons to stay with you. Anything else? dieser plötzliche Wechsel, ne? Also, also als Kind war sie sehr neugierig und hat es geliebt, wenn ihr Vater ihr von Pflanzen erzählt hat. Und wir haben argumentiert, dass sie ja genau diese Neugier ja quasi sich nie geändert hat seitdem, weil sie ist ja auch mir gefolgt. Seitdem hat sie gesagt, ja, das war am Anfang der Grund, aber sie hat immer neue Gründe gefunden, mir zu folgen. Sehr schön. Kann ich mal nach ihrem Vater fragen? I've never heard you talk about. He was the Donegad of our clan, but this. What happened to him? He was killed as he tried to escape the lions who wanted to capture him. Oh, das war neu, my oder? My mother never really recovered from it. This is one of the reasons why she decided to go to war. Anything else? Ah ja, okay, also. Hat man das vorher schon? Also sie meint, die Erinnerung schmerzt sie daran, das war an ihren Vater. Also er ist vor vielen Zyklen gestorben, als er versucht hat, der Gefangenschaft des Löwen zu entkommen. Das war einer der Gründe, warum Mutti sich für den Krieg entschieden hat. Das ist, glaube ich, News für mich, oder? Also, wusste ich das schon vorher? Weil ich dachte, sie hätte letztes Mal was anderes erzählt. Hat Petrus noch was Neues? My dear child, what can I do for you? Hat Afra noch irgendwas? Afra wollte ja eigentlich Asili nachforschen, aber die Asili-Geschichte hat sich dann ja schon wieder erledigt gehabt, ne? Achso, Siora hat direkt neuen Text für mich. Na ja, super. Hallo, Siora. Karanz, could you help me once more? What is it? I must prepare the ritual. Ach, da waren wir doch gerade. And I think that I will need your help. But your sister will be there. Surely you'd rather be together. For the ritual, yes. It will only be the two of us. But before that, your support would be a great help. Will you come with me? Ja, sicherlich. Of course. I'd be happy to be by your side. Let's go. Also sie meint, die... Kann man... Das ist schade, dass man von hier aus eigentlich wieder zurück... Das wäre voll witzig, wenn du hier auf einmal losrennen könntest. Okay, das ist tatsächlich technisch gesehen, das ist ein Raum. Wenn du hier auf einmal losrennen könntest und die Wildnis irgendwelche Viecher umhauen. Naja, ich kann ja auch gar nichts machen, ne? Also sie meint, das Begräbnis geht bald los und eigentlich hatten wir gedacht, dass sie zusammen mit ihrer Schwester allein ist, aber anscheinend ist sie dabei nicht ganz so alleine, weil sie möchte, also davor brauchst du noch ein bisschen Vorbereitung und da soll man ein bisschen mithelfen, weil da wäre ich eine große Hilfe. Also sind wir jetzt wieder hier in diesem kleinen Lager, reisen also nochmal 10 Stunden zurück. Hätte ich das gewusst, dass hier sofort die Quest kommt, wäre ich kürzer gereist. So 1,50 Meter oder so, zum nächstbesten Wegpunkt. Wusste ich jetzt nicht gereicht. Das hätte auf jeden Fall... Leute. Der Typ da hinten T-Post nicht so richtig, oder Typin?
Also halb. So, gut, Iseld. Also, ich habe gehört, du brauchst Hilfe beim Bestattungsritual. Warum auch immer ich dabei helfen muss? Wie sieht denn das aus? Das war Fierbau. Siora, Asir. Always with your new friends. Bertir to Madiseld. I'm happy to see you. What do you want? Ein Seer, heißt das Freude? Ich versuche immer wieder gerne zu raten, was die Wörter heißen, aber na gut. Okay, wir begraben die Königin. I'm only here to accompany Siora. I came to give our mother back to the earth, Iseld. It is high time we did. I know. Performing the ritual might help me feel less empty. Iseld, I miss her too. Did you go to Vasrigan? No. Preparing the place is the role of the Donne Garda. I was afraid I would not do things properly. Ah ja, also wir müssen anscheinend, man muss anscheinend zum Grabhügel latschen und das vorbereiten. Iseld hat das nicht gemacht, weil das halt die Aufgabe der Priesterin und das, sie hatte gesagt, sie könnte das vielleicht nicht richtig machen und deswegen hat sie es nicht getan. Wo ist denn der nächstbeste Wegpunkt deiner Nähe? Der nächstbeste Wegpunkt ist tatsächlich nirgendwo. Das heißt, wir müssen den dummen Weg tatsächlich laufen. Gut, machen wir das. Übrigens, ich dachte eigentlich, dass sie... Aber Siora ist on Minavi. Okay, gut, schön. Wir anscheinend auch. Aber die... Oder Iseld hat doch auch irgendwelche Wurzeln bei sich im Haar wachsen und Zeug. Ich meine, einfach ein bisschen, sie blond ist, aber... Hä? Was ist denn das hier für eine dumme Sackkasse? Verdammt! Das kann mich gerade überraschen. Ich dachte, ich laufe jetzt... Also kannst du in diesem Spiel echt nicht grob in eine Richtung laufen, ne? Warum hat sie denn trotzdem so Pflanzen zu sich, weil sie nicht ohne Minavi ist? Oder haben die Eingeborenen einfach eine grundsätzliche Verbindung zum Land? Ich meine, Katasach hat ja gesagt, er spürt in der Stadt, spürte seine Bindung zum Land kaum. Aber impliziert das, dass die anderen Leute trotzdem eine gewisse Grundbindung zum Land haben? Also zumindest die Eingeborenen einfach aufgrund von... Warte mal, warum ist sie nicht ohne Minavi? Ihre Mutter war doch Donega und Königin. Und müsste sie ja nicht automatisch unter Minavi sein? Also wegen Geburt, weil das hieß doch so, das ist eins der Elternteile. Und wenn Vater nun was über Pflanzen erzählt hat, dann klingt das ehrlich gesagt auch so ein bisschen, als wäre er da voll drin gewesen im Priester-Game, ne? Hat sie nicht so gesagt, der war Donega? Ich meine, das ist ja immer noch die Möglichkeit, dass die zum Zeitpunkt der Zeugung noch nicht drin waren, aber von allem, was ich so gesehen habe, fängt man mit dem unter Minavi-Zeug relativ früh an. Oh, Aue. Wenn es nicht so laut wäre, würde ich das ja viel öfter machen. Und das Auslösegewicht meiner Tastatur tatsächlich ziemlich hoch ist. Also, es ist tatsächlich physisch anstrengend für mich, diese Taste zu doppelklicken. Also zumindest so. This is where I will perform the ritual. Komm ich hier hoch? Mount has been the final resting place of our queens for generations. It must be prepared before we can start the ritual. Wie komme ich da hoch? Muss ich eigentlich echt einmal rumrennen? Also sie meint, das hier ist der traditionelle Ort für die Begräbnisse seit vielen Generationen. Und da wurden schon immer die Könige begraben. Allerdings... Ist es. Ach, schon wieder Viecher. Allerdings muss man den Ort vorher vorbereiten. Das große Vieh könnte vielleicht tatsächlich was bei haben, oder? Also, was ich ja dem Wildleben an Schaden zufüge, ne? Also, richtig Ackerbau betreiben die Eingeborenen auch nicht, ne? Ich hatte gestern was darüber gelesen, dazu Bevölkerung. Achso, hier war ich ja schon mal. Ich erinnere mich. Ich habe hier länger geliefert. Das so. Normally you would hear the birds singing in this place. What do you mean? I don't see anything peculiar. There. Tamelands. This is not their natural habitat at all. We cannot leave them here. So close to the burial mound. Aha. Also es ist hier ein bisschen seltsam, aber sie singen hier Vögel. Warum brauchen wir die Tamelands, die Vögel vertreiben? Und hier ist irgendwie laut. Und wir können die Tamelands auf jeden Fall nicht leben lassen. A bit of poison on my blade. And let's go! Found it, Dara. Give me a better time. Let's see if we can do more of this fight. Was? Wie hab ich das denn getroffen? Alter.
schon gestunlocked geworden. You never see any around here. They must have nested in the shadow of the burial mound. In that case, we have no choice but to destroy their nests. Otherwise, they'll just keep coming back. You are right. We cannot let these carnivores roam so close to my mother's remains. Also, die müssen hier anscheinend irgendwie ihr Nest haben. Wir müssen es zerstören, sonst kommen die immer wieder und das geht auf keinen Fall. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wenn du so eine Jagdgesellschaft hast, also eine Gesellschaft, die darauf basiert, Tiere zu jagen und halt so ein bisschen zu sammeln, dass du halt viel weniger Bevölkerung haben kannst, als wenn du Ackerbau und Viehzucht betreibst. Also das Land komplett leer machst. Vor allen Dingen, wenn du anfängst. Da sind noch mehr. Jetzt habe ich leider nicht mehr genug Energie, um das irgendwie zu machen. Aber das deckt leider nicht, ne? Mana-technisch sich lohnt, das so doppelt zu machen. Auch daran zu sehen, dass die, wie die Bevölkerung gesprungen ist. Weil irgendwie vor, die Jungsteinzeit? Die Altsteinzeit? Auf jeden Fall irgendwie vor 50.000 Jahren. Also die Bevölkerung hat sich nicht großartig geändert bis vor 9.000 Jahren, wo dann irgendwie auf einmal das losging und dann ist, seitdem ist die Bevölkerung sprunghaft gestiegen. Jetzt habe ich gerade meinen schönen. Ja, übrigens wieder weißes Tender an. Ja, das ist natürlich hochinteressant, dass hier so ein weißes Tender wieder rumrennt. Ob das nicht mal wieder hergebracht wurde? Weil dieses kleine Nest hier, da kommen die raus, ne? Bumm. Ach, es gibt noch mehr Nester! Eieieieieieiei. Ich dachte, wir sind jetzt mal fertig mit Nester vernichten, aber nee. Wir reißt der nicht ab anscheinend hier. Okay, dann versuchen wir aber diesmal gleich alle. Ja, die blocken nicht. So, jetzt guck mal hierher hier. das macht halt so lächerlich viel Schaden mit den, zusammen mit dem Debuff von dem AOE-Dingsy. Also das AOE-Teil da. Also nicht, dass ich das irgendwie brauche. Gegen wen kämpfen wir denn noch? Das sind aber keine Tendern, oder? Oh doch. Warum hat das eine Vieh so ein Hammer? Mir ist tatsächlich mal in einem Kampf das Mana ausgegangen. Deshalb, ja, ich habe gesagt, dass ich die Viecher nicht mehr looten möchte. Aber irgendwie. Es geht leider nicht so flawless, das, ne, das Looten. Pass auf schon. Oh, den hab ich doch gerade besiegt! Ja, natürlich. Naja, immerhin hat das ganze Arbeiten hier viel gebracht, weil ich habe jetzt. So. Zack. These beasts will no longer trouble the peace of our queen. All we have to do now is to take care of the ceremony. Ja, der Frieden wird nicht mehr gestellt, sondern nur die Zeremonie vorbereiten. Das ist jetzt echt alles ein bisschen leichter Kampf hier und das war's. Das wäre natürlich sehr. Weil, kann ich damit meinen. Oh, das ist ja nice. Also, ich kann quasi Kämpfe vorbereiten, indem ich Heal. Das sind wir noch vorhin auch mal. Indem ich Heal spamme. Und dann geht nämlich meine Leiste da oben hoch. Dann habe ich im nächsten Kampf definitiv immer die Adrenalinfähigkeit bereit. Oder Wut. Is there anything else to prepare? Of course. We will need some sensors crafted, especially for the ritual. Where can we find them? It would be ideal if we could craft them ourselves, but otherwise the village artisan probably sells them. And I will also need some mortuary lotion. I will have to coat my mother's body with it before giving her back to the earth. I will give you a list of all the ingredients because we will have to prepare it ourselves. The merchants won't sell it. Once we have gathered these last items, then Iseld and I will be able to perform the ritual. I thank you for being by my side and helping me the way you are. It means a lot to me. Don't mention it, Siora. Naja, sie meint, sie braucht. That we need. Let's go back to the burial mound to put everything in place. Also, ja, also sie meint, sie braucht Begräbnis, wir brauchen irgendwie Rauchfässer und Begräbnis und ein bei so einem Jungssalbe, warum auch immer man die braucht, wenn man die Leute zurück in die Erde schickt. Und sie meint, die Balsamierungssalbe müssen wir leider selber herstellen, weil die verkauft keiner. Wir erinnern uns, dass ich vor ungefähr 40 Minuten im Dorf welche gekauft habe, weil ich mir dachte, naja, wenn er die hat, dann nehmen wir die, dann kaufen wir die halt mal, weil weiß ja nie, wann man die noch braucht. Und da war sie auch schon. Ach, ist das nicht geil. Na gut, dann reisen wir mal 3,50 Meter weit.
Achso, und sie hat übrigens außerdem noch gesagt, dass ihr das richtig viel bedeutet, das ganze Ritual. Ist aber auch ein sehr... Also das, die gleiche Kammer könnte auch ein Sci-Fi-Film sein, nur dass es dann halt keine Äste sind, sondern alles nur Schläuche, so eine Apparaturen, so ein Konstruktionsding, sie, ne? Das könnte genau das gleiche Teil sein. Here we are. It is on this stone altar that we will place the body of my mother. We must place a sensor where her head will be. And another near her feet. And then you will have done everything you could to help me. And I am infinitely grateful for it. Your presence by my side means a lot to me. But only my sister and I can participate in the ceremony. This is how our ritual of the dead is performed. Do you understand? Was, sie bitten zu wiederholen, was passieren wird? Na, sie machen das Ritual halt und das weitere Details wollen wir nicht. Was, sie bitten zu wiederholen? Okay, gut. Okay, also sie meinen, wir müssen noch die Rauchgefäße platzieren und dann ist das Ritual durch und dann ist es so, wie es passieren wird. Ich verstehe. Muss ich jetzt echt noch hier... Muss ich die Dinge echt noch selber platzieren? Bereite den Raum des Begräbnisrituals vor? Ja, aber ich muss das an den Kopf und an das Fußende stellen? Ja, kann ich nicht. Prompt? Ich dachte, das Ding kommt hier auf den Barren drauf. Ich bin jetzt maximal verwirrt. Ich kann nicht. Wollt ihr mich verarschen? Ich soll die Rauchtöpfe da hinstellen an das Kopf und das Fußende, wo die aufgebahrt wird. Okay. Aber. Okay, fragen wir sie auch nochmal zu dem Thema? Karanz, do you need something? Ja, nö. I must leave you. Okay, was soll ich tun? Bereite den Raum des Begräbnisrituals vor. Ja, würde ich ja liebend gerne machen, aber darf ich nicht. Okay, gut, kann ich jetzt einfach stumpf... kann ich einfach stumpf rausrennen und dann ist das fertig. Achso, warte mal. Nee. Ich habe das Ding geschafft. Ich meine, die Rauchtöpfe stehen noch nicht. Ja, okay. Also ich verstehe auch nicht, warum das Spiel jetzt von mir möchte, dass ich ja diesen klitzekleinen Teil nochmal mache. Ach, hör mal, jetzt ist da ein Prompt. Ah. Jetzt liegt doch die Leiche da! Ah, wow. Ich war bestimmt zu schnell, oder? So. Räuchergefäße platziert. Den Trank verwenden. There. Everything is in place. Thanks again, Onol Manawi. My sister should be joining me soon. You should wait outside. Ja, ich warte besser draußen. These rituals are demanding. But they help us to say goodbye to those we love. You have been a true friend. A Karanz, accepting to help me the way you did. Thank you. I will never forget the kindness you displayed. Conforming to our customs and staying by my side. It's only natural, Siora. I know what it feels like to lose someone who is dear to you. We should go now. It is time to return to the living. Ah ja, okay, gut, das war das. Freundschaft über alles habe ich freigeschaltet. Wahrscheinlich, weil ich jetzt alle Begleiter befreundet habe. Na gut, dann, toll. Gut, dann war das jetzt das große Begräbnisritual. Dann haben wir das jetzt geschafft. Hat sie auch noch was zu sagen? Karanz, do you need some? Okay, gut. Was ist jetzt fort? What do you intend to do now? Will you become the Dunaegad of your clan again? I will most likely do it, but not now. I still have a lot to discover by your side. Ah ja, sie sagt, dass sie wahrscheinlich, also wir haben gefragt, was sie jetzt machen wird, ob sie jetzt zu Neger ihres Clans wird, macht sie wahrscheinlich noch. Aber es gibt noch, es ist noch nicht der Moment dazu gekommen, sie möchte noch ein bisschen was lernen. Ihr fragt mich, dass sie noch, ihr sagt, dass sie noch viel beibringen kannst. Ihr sagt, dass sie verstehen, was denn sie den Leuten, ich bin froh, sie noch weiter zu haben. Very glad to be able to enjoy your presence a while longer. Thank you for your kindness, Onol Manawi. I am also happy to be with you too. Anything else? Ah, ja, okay, good. I've never heard you talk. He was the Donald. This. What happened to him? He was killed as if my mother. Anything else? Okay, no good. I must leave you. Okay, also das der Vater war Doniga. Das ist jetzt noch mehr in Frage steht, warum Eset kein Onol Manawi ist. Weil anscheinend kann man das ja nur bei Assoziationen auch schaffen. Naja gut, okay, gut, dann hätten wir das auch geschafft. Das Achievement sagt mir tatsächlich, schließe alle Quests deiner Gefährten ab, ist das tatsächlich. Also, das waren jetzt alle Begleiter-Quests. Das heißt, wir haben jetzt hier einen guten Schnitt gekriegt, was eigentlich ganz gut ist. Also, eigentlich ein bisschen doof, weil das so ein bisschen Open-End war, ne?
Also ich meine, Vasco, der war durch, ja. Der hat quasi mit seiner Nautigkeit abgeschlossen und das passt für ihn jetzt. Und das ist okay. Aber Aphra, die hat halt irgendwie die große Erfahrung darüber gemacht, wie es mit den Eingeborenen zu tun hat, aber das Ding ist an dieser Wissensfindung halt, was irgendwie dahinter steht, der Teil war ja nicht abgeschlossen, oder? Also das hat halt... Alter, was ist denn da drin? Das hat sich jetzt nicht so angehört, als wäre sie fertig mit dem Wissensdings. Also sie meinte vor allem, sie will ihm noch nachgehen, was Azili vorhat. Und ich meine, das haben wir denn natürlich gemacht im Rahmen einer anderen Quest. Aber das war ja nicht das. Und deswegen verwirrt mich das so ein bisschen. Ich meine, die Petrus-Quest war... Ich meine, er hat die Liebe wiedergefunden. Das hätten wir, glaube ich. Das haben wir, glaube ich, nie. Also noch 5 Stunden. Das war durch, okay. Und meine kurz eine Revolution hat sich ein bisschen länger gezogen als gedacht. Okay, die ist auch durch. Also der hat uns dann auch irgendwie... Da haben wir auch erfolgreich was geschafft. Na gut. Wie gesagt, eigentlich ist Aphra die Einzige, die nicht so ein richtiges Ende gefunden hat, ne? Na ja, gut. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt, Gebiet voll. Und macht's gut bis dahin. Ciao.